Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von profischnapp.de und ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile eines Himola-Sessels namens 4874, ein Seniorensessel, elektrisch feststehend, Größe Medium, in echtem Longlife-Leder, Rustica Cappuccino. Nun, der Sessel steht fest, ist also nicht drehbar, er ist aber trotzdem relativ leicht zu verschieben. Fürs Putzen, das ist also kein Problem. Sie haben auf der rechten Seite eine Tasche, die sehen Sie jetzt nicht, da ist die Fernbedienung drin. Und diese Fernbedienung ist extra seniorengerecht mit Pfeilen drauf, wo das ganz einfach illustriert. Das ist der Pfeil für die Fußklappe, raus. Jetzt kommt sie raus. Medium ist übrigens für Körpergröße 1,65 bis 1,85. Hier haben Sie den Rücken nach unten, sehr fein. Ich lege das mal auf die Seite, denn hier ist noch ein manuelles Gelenk drin, die Fernsehschauposition. Ich muss sagen, also ich bin überrascht, wie hochwertig oder nicht hochwertig, wie toll der Sitzkomfort ist. Jetzt gehe ich mal wieder hoch, strecke das. Das sind zwei Motoren verbaut. Natürlich ist der Sessel nicht ganz so grazil, aber er ist sehr stabil und er ist auf jeden Fall seniorengerecht in der Höhe und in der Einfachheit der Bedienung und in der Pflegeleichtigkeit. Das passt und ich kann hier ganz gut mich abstützen zum Aufstehen. Das passt alles. Verarbeitung ist toll. Nachteil, hoher Preis. Nachteil, etwas breiter. Nachteil, nicht drehbar, aber vielleicht auch ein Vorteil, wenn man gar nicht drehen will. Advertising bei profischnapp.de gibt es jetzt im Frühjahr 2020 einen EDV-Fehler. Was ist das? Produziert mit einem falschen Code, falsche Ausführung und deshalb wurde der Sessel dann ins 1B-Warenlager gestellt und da haben wir ihn gekauft. Profischnapp.de, schauen Sie mal online unter profischnapp.de und geben oben rechts 4874 ein oder kommen Sie live hier nach Empfingen, 50 Kilometer südlich Stuttgart, halbe Stunde. Sind Sie da? Freitag, Samstag haben wir immer auf, sonst nach Vereinbarung. Ich freue mich, wenn Sie mich mal besuchen. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de und tschüss.